Nicht wir haben dich gesucht oder erwählt, sondern du uns, himmlischer Vater. Wir gingen in die Irre, verloren, verwirrt. Jeder suchte nur das Seine. Und du hast uns gesucht. Du hast dich uns angenommen, hast uns diese wunderbare Welt geschenkt, hast uns geführt, geleitet, erhalten bis zu diesem heutigen Tag. Wir preisen dich, dass du ein lebendiger Gott bist, dass du hier bist. Und wir möchten dich einzig als einen lebendigen Gott erleben. Wir hassen jede Theorie, die keine Gegenwart von dir enthält. Wir bitten, dass du dich zeigst, dass du dich bewegst in dieser Menge drin. Nicht nur hier im Saal, sondern überall, wo die Menschen sind. Erweise, Herr, dass du ein lebendiger Gott bist. Dass unsere Herzen durchglüht werden von deiner Gegenwart. Dass unser Geist erfüllt wird mit dir selber. Dass unser Verstand geprägt und erfüllt wird von deinem Denken, von deinem Fühlen, von deinem Wahrnehmen. Sei unsere Wahrnehmung, wir sind deine Wahrnehmung. Sei unsere Gerechtigkeit, Herr, wir sind deine Gesamtgerechtigkeit. Wir sind dein Körper, wir sind hier, um von dir gelebt zu werden. Wir bekennen und proklamieren, dass wir aus uns selber nicht eines vermögen. Und so erwarten wir dich, das Haupt, das Leben, den Geist des Lebens in uns, den Geist der Weisheit und der Offenbarung, dich zu erkennen, die Welt zu durchschauen, die Situationen zu kennen, deinen Plan zu kennen. Und so proklamieren wir deine Herrschaft, deine Allgegenwart und proklamieren, in deiner Gegenwart wird jede Verzweiflung zur Zuversicht Gottes hier drin. Aus jedem Verdruss im Namen Jesu wird Genuss in Jesu Namen. Wir frohlocken in dir, Herr. Jedes Unbill hier drin wird zum Frohlocken in Jesu Namen. Ich proklamiere es. Krankheit wird zur Heilungsbewegung in Jesu Namen. Jeder Unglaube wird zum Glauben Gottes hier drin. Jeder Hunger wird zur Nahrungskette in Jesu Namen. Jede Verfehlung wird zur Treffsicherheit. Jede Finsternis zu Licht. Jeder Niedergang zu Aufgang, es wandelt sich die Schwachheit in Kraft. Es wandelt sich dein Sterben in Leben, in Auferstehung. Und du Verlassener, deine Verlassenheit wird zur Heimat vieler. Deine Wüste wird zum Paradies in Jesu Namen. Deine Einöde wird zum Garten Gottes. So komm, lebendiger Gott, und sprich durch uns, höre in uns. Versteh in uns, ergreif in uns, tu in uns. Du selber schaffst in uns, was vor dir wohlgefällig ist. Amen. 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 Hallo zusammen. Hallo, das ist ja schön, dass ihr alle hier seid. Ich grüße auch all die zu Hause in all den verschiedenen Ländern und bedanke mich wieder vorweg für eure ganz, ganz mächtigen Einsätze. Ich habe die Programme alle gesehen. Es ist einfach wieder unglaublich, was die einen hier wieder geleistet haben. Fast alle hier haben geleistet. Große, großartige Leistungen. Ich freue mich sehr auf diesen gemeinsamen Tag, dass wir dieses wunderbare Miteinander erleben dürfen. Es kommen viele wunderbare Kunstbeiträge. Also ich kann euch versichern, heute sollte es nicht langweilig werden. Danke für die wunderbaren Einführungen, Christian, dieses ideale Bild, du hast es sehr eindrücklich geschildert und das ist unser aller Wunsch, dass wir hier, wie er es gesagt hat, einfach, dass wir einfach mal mitgehen können, einfach mal Schubladen zu, wir sind Christen, wir stehen dazu, aber das bedeutet nicht, dass wir andere diskriminieren möchten, deshalb, das, was ich euch heute bringe, wenn wir von Lebensqualität sprechen, dann muss uns zum Vornherein klar sein, das ist nicht ein frommer Zug der Christen. Ich sehe meinen Dienst, je länger, desto mehr, auch in den letzten Jahren zunehmend, dahingehend, dass wir verstehen lernen, dass wir alle Menschen genau einen einzigen Gott haben. Wir könnten uns tagelang darüber streiten, wie heißt dieser Gott, und da kommen wir zu keinem Ende, wie das schon seit Jahrtausenden der Fall ist. Aber meine Vision, mein Auftrag, möchte ich fast sagen, meine ganze Emotion liegt darin, den einen lebendigen Gott, wie er tatsächlich ist, miteinander zu erfahren, zu erleben, wo nicht mehr diskutiert wird, wie ist er, sondern wo festgestellt ist, wie er ist, weil er sich ereignet. Verstehen wir das?
Das ist ein Riesenunterschied. Und da machen wir keine Unterschiede, weder kulturelle noch religiöse. Ich sage es gleich vorweg, es gibt nichts, was nicht alle Menschen gleich bekommen von Gott. Ja. Wenn wir Christen dachten über Jahrhunderte, nur wir können Kranke heilen, sehe ich das in jeder einzelnen Religion, ich sehe es überall in der Welt, ich sehe es bis hin zu Menschen, die selbst noch nicht mal von Gott etwas halten. Und so kannst du nennen, was du willst. Es gibt nichts, was nicht alle Menschen miteinander gemeinsam haben. Und diese Botschaft, die ich jetzt heute in zwei Teilen geben möchte, die möchte uns ein Leben ermöglichen in einer Qualität, wo alle mit drin sind, wo nicht wieder irgendein Sonderzug, irgendein Spezialabteil, ich möchte es fast Sekte nennen, etwas für sich reserviert, sondern wo klar wird, das, was zählt, das, was ist, was wirkt, gehört allen, allen. Es ereignet sich bei allen gleich, aber wir müssen auch lernen, diese Ereignisse zu orten, mit diesen Ereignissen mitzugehen, mitzufließen. Wir reden gerne von mitfließen, weil es eben um Ereignisse geht, die unsichtbar, aber nichtsdestotrotz wirksam sind. Glaube und Dinge des unsichtbaren Lebens darfst du immer wieder mit elektrischem Strom vergleichen, den du zwar mit den Augen nicht sehen kannst, seine Auswirkungen aber sehr wohl erleben, erfahren kannst. Ja, verschiedenste Weise, da brauche ich nicht darauf eingehen im Einzelnen. Also, wir reden heute von einer Lebensqualität, wir reden von einem Gedeihen. Wie gedeiht Lebensqualität bis in die Superlative? XXL steht ja für einfach Superlativ, das bedeutet für riesig, für groß. Man möchte nicht jetzt darüber diskutieren, gibt es auch noch XXXL und diese Dinge, versteht das schon, gell? Wir meinen einfach das Top, wie erreichen wir das Top, ja. Und wir reden heute von einer Lebensqualität, die so eine Kraft hat. Wir möchten sie prinzipiell miteinander erforschen, kennenlernen, bedenken, was sie ausmacht, auf welchen Wegen sie gedeiht. Und ich versichere euch, wir reden hier von Praxis, wir reden hier von Erlebtem. Wir reden nicht von bloßen Theorien, über die man sich auch streiten kann. Natürlich streiten kannst du dich immer über alles. Aber wir reden von Dingen, die wir über Jahrzehnte als bewährt erfahren, erlebt haben. Und von dieser Lebensqualität, sage ich schon mal als kleine Vorausschau, von der wir hier reden, die verhält sogar in schlimmsten Zeiten. Du hast es gut zusammengefasst, Christian. Wir haben, weil wir diese Lebensqualität kennen, haben wir nicht nötig, hier ein Jammertal aufzueröffnen mit euch und etwas anderes zu diskutieren. Wir erleben diese Lebensqualität, dass sie selbst in Ausnahmezuständen, selbst in Krankheitszuständen, in Verfolgungen, in Finanzkrisen und du kannst noch vieles mehr nennen, dass diese Lebensqualität eine höhere Macht hat. Größere Macht hat, größere Kraft hat als so vieles, unsagbar vieles, was in unserer Mitte ist. Lois, unsere Tochter, ist ja diese Monate stark, wurde sie angeschlagen. Sie hat eine ganz schwere Zeit körperlicher Art hinter sich. Sie wird richtig existenziell geprüft. Es ist eine Feuertaufe, kann man das nennen. Aber aus ihrem Mund höre ich, Papa, ich habe noch nie so eine Nähe Gottes erlebt. Ich war ihm nie näher als jetzt. Und das, wenn du monatelang Schmerzen leidest, an einem Leiden, wie soll ich mal sagen, gesundest, dann hast du das gefunden, wovon wir sprechen. Wir zeugen von einer Lebensqualität, die tief hinein überwindend ist in dieses Zeitalter, in dem wir leben. Und ich möchte euch zeigen, wie dieses Leben sich entfaltet, wie dieses Leben sich ausgestaltet, was die Gesetzmäßigkeiten dieses Lebens ist, dieser Lebensqualität. Und seht ihr, wenn wir von Gesetzmäßigkeiten reden, dann gibt es da kein darum herumkommen. Man kann auch darüber diskutieren. Du kannst diskutieren, wie schnell kannst du in eine Kurve fahren. Diskutieren kannst du alles. Du kannst dich auch optimieren, dass du schneller in die Kurve fahren kannst als ein anderer. Aber eines wird immer gleich bleiben für alle. Es hat alles seine Grenze, wo die Theorie nicht mehr verhält. Es gibt das
das Schwerkraftgesetz, es gibt die Dynamiken. Wenn du zu schnell in die Kurve gehst, bist du einfach draußen. Da hilft dir keine Theorie. Also um das geht es. Wir müssen uns an Gesetzmäßigkeiten orientieren, von denen ich sage, es gibt kein darum herumkommen. So läuft's und nicht anders. Man kann es natürlich in verschiedenen Geschmacksrichtungen erleben, aber die Grundprinzipien, um die es geht, um so eine Lebensqualität XXL zu erreichen, sind für alle ein und dieselben. Natürlich, man könnte zu allem, was man redet, noch viel mehr sagen. Ich bemühe mich jetzt mal mit euch eine achtstufige Leiter hochzuklettern, sozusagen. Acht Stufen zu durchgehen, acht Ebenen, Gesetzmäßigkeiten, wie man da hineingelangt. Und ich sage es gleich mal vorweg, wenn ich von acht Stufen rede, wie man zu höherer Lebensqualität kommen, dann beginne ich ganz grundfundamental, aber jede einzelne Stufe hat auch in sich eine Art Krise eingebaut. Also wir reden von Stufen, wir reden von Krisen und von Überwindung der Krisen. Das ist der Punkt. Ein Leben ohne Krise gibt's nicht. Das brauche ich niemandem mehr näher zu erklären, der hier auf dieser Welt lebt, in diesem Zeitalter, wo die Nachrichten bald nicht mehr schlechter sein könnten. Sie werden nur noch von der Wirklichkeit immer überboten, ja, was noch schlechter ist. Ja. Also es geht um Krisen hier unten und eigentlich um die Frage, wie überwindet man diese Krisen oder was ist der nächste Schritt oder die nächste Inaussichtstellung, wenn wieder so eine Krise da ist, dass man zu dieser höheren Lebensqualität gelangen kann. Ich möchte aber vorweg klarstellen, dass wir hier also nicht über Situationen sprechen möchten, die, ich sag mal, für die es wirklich zu spät ist. Disqualifizierte Situation besprechen wir heute nicht. Also als Beispiel, ich zeige euch nicht den Weg, wie ein Rollstuhlfahrer in die Nazi-A-Mannschaft reinkommt, zum Beispiel. Das ist nicht unser Thema heute. Um das geht es nicht. Es gibt ein zu spät. Wisst ihr, es gibt ein zu spät, wo man sagen muss, da muss man nicht mehr diskutieren. Dieser Mensch dort im Rollstuhl, der ist im Rollstuhl, das hätte man vorher besprechen müssen, er hätte an seiner Lebensqualität vielleicht vorher arbeiten müssen. Wir wollen das auch nicht im Detail untersuchen jetzt, es geht nur um die Prinzipien, seht ihr? Ich beginne jetzt gleich mit der ersten Qualitätsstufe oder könntest auch sagen mit der ersten Krise und wir beginnen grundfundamental. Ich möchte dieses Thema so fundamental aufbauen, dass die wichtigsten Grundsätze ausreichend berührt sind, dass man die nicht außer Acht lässt. Wo beginnt eine Lebensqualität in jedem Menschenleben? Ich sage mal, das erste Grundprinzip, wenn du zur Lebensqualität kommen musst, es gibt in der ersten Stufe dringend zu beachten, dass man gewisse Dinge verlassen muss, wenn man Lebensqualität erlangen will. Du kannst nicht in jeder Lebenssituation sein, die dir beliebt, das Leben selber diktiert zu gewissen Zeiten und das ist grundfundamental, das Fundamentalste überhaupt. Es gilt in gewissen Lebensumständen Dinge einfach zu lassen, zu verlassen und wenn du es nicht tust, gibt es keine Lebensqualität. Es ist einfach schlicht nicht möglich. Und wenn du Lebensqualität suchst, musst du sie dort suchen, wo es sie tatsächlich gibt. Also es gibt ja viele Angebote heute. Du hast so viele Gruppen und Clubs und Religionen und Ideologien. Jeder verspricht dir irgendwas. Wichtig ist, du musst dorthin gehen, wenn du Lebensqualität haben willst. Du musst es dort suchen, wo es zu finden ist. Also ähnlich wie du niemals Kleider beim Fleischer oder beim Klempner suchen solltest, solltest du Lebensqualität nirgends woanders suchen, als dort, wo sie sich lagert, wo sie zu finden ist, wo Menschen sie, ich sag mal, menschlich gesagt, besitzen. Also sage ich, verschiebe dich Richtung Kleidergeschäft, wenn du Kleider suchst. Orientiere dich, wer hat denn Lebensqualität? Nicht in der Theorie, sondern in der Praxis. Ja? Suche auch keine Kleider im Schuhgeschäft oder suche keine Schuhe im Eisenwarenladen. Das sind so kleine Gleichnisse, kleine Bilder, die dir aus dem ganz praktischen Leben schon zeigen, man muss die Dinge am richtigen Ort suchen. Und dann eben wirst du merken, gewisse Dinge, es gibt Konstellationen, ich möchte sie mal eigentlich Konstellationen des Fluches nennen. Des Fluches,
wo buchstäblich keine Lebensqualität gedeihen kann, weil sie schlicht keine Basis dafür findet. Ein Beispiel, ganz praktisch, wenn du ein Haus baust und du willst Lebensqualität und du stellst es in ein radioaktiv verseuchtes Gebiet, wird es da jemals Lebensqualität geben? Du wirst keine Qualität haben. Siehst du, es gibt Dinge im Leben, auch im Geist. Wir reden von unsichtbaren Dingen heute. Die sind genau so. Leute verlassen gewisse Orte nicht. Sie suchen sie am falschen Ort. Sie bauen hier das Haus hin, weil sie sich sagen, es ist so eine schöne Umgebung. Und wenn man ihnen sagt, aber die Umgebung ist radioaktiv verseucht, dann ignorieren sie das, sie bauen weiter und ernten damit einen Untergang anstatt ein schönes Leben, das sie sich gewünscht haben. So gibt es auch im Unsichtbaren wie im Sichtbaren diese Gesetzmäßigkeiten. Im Sichtbaren kannst du keinen Weizen zum Beispiel in der Salzwüste ausstreuen. Ausstreuen schon, aber nicht ernten. Das geht einfach nicht. Es gibt Grenzen. Es gibt Dinge, Gebiete, die musst du verlassen. Oder wenn du campierst, du wirst keine Qualität haben, keine Lebensqualität, wenn du in irgendeinem Sumpf, in einem Überlaufbecken oder in einer Kläranlage dein Zelt aufschlägst. Das sind einfach Dinge, die sind so im Leben. Da musst du das verlassen, dieses Gebiet, auch wenn es dir noch so gut gefällt, wenn du sagst, aber da ist so ein schöner Berg, das nützt dir nichts, ja? Weil wahre Lebensqualität ist nicht dort, wo du etwas gut findest, sondern wo es sich ereignet, wo es überhaupt möglich ist, ja? Ebenso wirst du nie, wenn du ein brennendes Haus siehst, wirst du dort Möbel herbeischaffen, um das Haus einzurichten. Aber weißt du, das klingt jetzt vielleicht etwas banal, was ich hier sage, aber im Unsichtbaren machen wir all solche Dinge. Ich kenne Menschen, die verlassen diese Orte nicht, die stinken wie Kläranlagen im Geist. Sie bleiben einfach dort. Oder eben Leute, die in Gruppierungen oder ich weiß nicht wo, sich aufhalten, wo du siehst, dass das ganze Haus brennt und sie beginnen das schön zu machen, zu streichen, auch wenn der ganze Flügel schon brennt, das kann man abschätzen. Wisst ihr, im Leben, da gibt es Dinge, die brennen, auch im unsichtbaren Bereich. Oder Schiffe, die am Sinken sind, ich weiß nicht, habt ihr meine Sendung gesehen, wo ich für den Mr. To Go eine Sendung gemacht habe, ich habe ihm gesagt, dieser Mr. To Go hat ja viele Fragen an mich gestellt und ich habe ihm gesagt, warum macht ihr eine Sendung gegen mich mit all diesen komplizierten Fragen, kommt doch besser von ARD, ZDF und so weiter weg zu uns. Das Schiff sinkt nämlich, in dem ihr euch befindet, ja? Also in dieser Medienwelt, in diesen Mainstream-Medien, aber der Mann ist immer noch auf diesem sinkenden Schiff, er lässt sich das nicht sagen. Aber jeden Tag kannst du es wieder hören, gestern wieder zuletzt in Nachrichten hörst du, das Schiff sinkt. Die Massenmedien sinken, ihr Lieben. Es ist ein Schiff, das versinkt. Aber die Reporter verlassen das Schiff nicht. Sie machen die nächste Sendung und sie streichen das schön, sie versuchen das schön zu reden. Aber es ändert nichts an der Tatsache, dass dieses Schiff lebensgefährlich getroffen ist, am Sinken. Und darum sollten sie es verlassen. Ich sage das nur mal als Gleichnis, damit du siehst, im unsichtbaren Leben ändert sich dieses Prinzip nicht, nur wirst du halt ein bisschen anspruchsvoller. Und darum kann ich dir nur sagen, tu die Augen auf, wo du lebst, in welchem Umfeld du dich befindest, mit was du dich so abgibst, damit du realisierst, befindest du dich in einem Umfeld, wo Lebensqualität einfach grundsätzlich nicht möglich ist, wo du es verlassen musst. Das ist eine wichtige Beobachtung, die du machen musst. Es gibt viele böse Fremdeinflüsse, die jede grundlegende Lebensqualität zum Vornherein verunmöglichen. Dazu zählen wir unter anderem natürlich auch Kriege. Da kannst du jetzt aber machen, was du willst. Ja, wenn ein Krieg abgeht, wie er jetzt geplant ist, schon länger, oder wenn du vertrieben wirst, wenn du an einer Pestilenz leidest oder die Cholera nimmst, was du willst, das sind natürlich Umstände, da kann eine Lebensqualität eigentlich nicht mehr stattfinden. Wenn du von einer Grube zur anderen gejagt wirst, die Bomben hochgehen, du dein ganzes Leben verlierst. Ich sag's nochmal, wir reden jetzt heute nicht von solchen Extremfällen, von solchen No-Go-Momenten oder Extremfällen im Leben, wo buchstäblich nichts mehr zu machen ist, wo es zu spät ist. Aber wir müssen
erkennen, es gibt ein zu spät. Ja? Es gibt Umstände, die sind definitiv zu spät, um an einer Lebensqualität arbeiten zu können. Und ich möchte mit all denen, die dafür offen und wach sind, diese Prinzipien besprechen, wo noch etwas zu machen ist. Seid ihr dafür bereit? Okay. Gut, wir gehen jetzt zur zweiten Stufe. Die erste Stufe heißt, verlasse gewisse Umstände. Und ich male dir jetzt nicht vor, wo du was zu verlassen hast. Es steht geschrieben, dass im Ende der Zeiten, wenn die Zeiten in die Fülle kommen, wenn die Menschheit zur Reife kommt, steht geschrieben, werden alle Menschen innerlich wahrnehmen, wo sie hingehören und wo nicht. Ich zähle jetzt einfach darauf, dass Gott in jedem hier drin schon lebt, ganz gleich, ob du dich gläubig nennst oder nicht. Jeder Mensch, der am Leben ist, sage ich, kommt jetzt in eine Zeit, wo er das mündig, selbstständig wahrnehmen kann, wo sein Umfeld ist. Nicht ich muss dir sagen, bleib dort oder verlass das. Du selber bemisst in deinem Herzen, in deiner Umgebung, kann hier irgendein gutes Kraut gedeihen, geistlich gesprochen jetzt, oder gilt es das zu verlassen? Das ist der erste Punkt. Wer nicht verlassen kann, der wird verlassen. Der wird keine Lebensqualität finden. Also lerne Dinge verlassen, damit du Leben gewinnen kannst. In der zweiten Qualitätsstufe, oder man könnte auch von einer zweiten Krise reden, da geht es um Dinge deines Umfeldes, in dem du lebst, die du nicht verlässt, sondern die du verlassen machst, dass sie aus deinem Umfeld verschwinden, wo du dein Umfeld veränderst, dein ganz praktisches Umfeld. Ich sage nochmal, ich möchte ganz grundfundamentale Dinge mit euch besprechen, dass ihr von Grund auf seht, worauf eine Lebensqualität basiert. Und wenn wir nicht diese ganz grundfundamentalen Dinge einfach vorweg nennen, fahren wir das Risiko, dass wir oben einsteigen in den höheren Bereichen, wo es dann wirklich um die Finessen geht, um die Feinheiten des Lebens, und sie können sich dort nicht bilden, weil das Grundfundamental nicht stimmt. Also, wovon sprechen wir von der zweiten Stufe, wenn es ums Ändern eines unmittelbaren Umfeldes geht? Ich nenne dir jetzt einfach mal schnell 5 XXL-Killer, die unsere Lebensqualität wirklich killen. Und da rede ich jetzt aus tiefster Erfahrung des eigenen Lebens. Und das kommt so brutal in unser Leben, auch in diesen Tagen jetzt, dass wir behaupten, oder ich behaupte es allem voran, wenn wir diese 5 XXL-Killer, von denen ich jetzt gerade spreche, wenn wir die nicht rausschmeißen aus unserem Leben, unser Umfeld nicht verändern, wird sich oben auf Dauer keine Lebensqualität halten können. Da rede ich jetzt ganz praktisch von dem Ändern von Hochfrequenzproblemen, von WLAN zum Beispiel in deinem Haushalt drin oder wo du bist, in deiner Arbeitsstelle. Dein Handy, das permanent Hochfrequenzstrahlung, Mikrowellenstrahlung in deinen Körper sendet. Und ich mache hier keine langen Vorträge, ihr kennt KlarTV, ihr kennt AZK, ihr wisst unsere Meinung. Ich möchte es nur hier in die Liste aufnehmen, ganz in Kürze, weil ich dir versichere, ich habe im Geist eine hohe Lebensqualität errungen, erarbeitet, zusammen mit meinen Teams, mit meiner Familie. Ein High-Level leben wir seit vielen Jahren, schon seit Jahrzehnten. Aber weil diese grundfundamentalen Dinge, weil wir die nicht geändert haben, haben sie uns alles niedergerissen, bis wir am Boden lagen, bis keine Lebensqualität mehr da war, weil nur noch Zusammenbrüche waren am Tag und Zusammenbrüche in der Nacht, bis wir uns abgeschirmt, abgeschottet haben, abgeblockt haben, da haben wir unser Umfeld verändert. Siehst du, wir sind nicht weggerannt, wir haben sind nicht umgezogen, wie im ersten Punkt, sondern wir haben die Dinge rausgeworfen, diese Frequenzstrahler, diese Mikrowellenstrahler, wir haben die Mobilfunkhandys ausgesteckt, haben Kabeltelefon gemacht, WLAN aus, du hast auch einen Knopf, wo du es ausschalten kannst, falls du es noch aus einem unbedingten Grund brauchst, du kannst den Knopf drücken, mach es in der Nacht. Ich versichere dir, wenn du heute noch nicht damit etwas anfangen kannst, es kommt die Zeit, wo es dich einfach alles kostet. Mich kostet es nahezu alles, weil ich zu lange gewartet habe, es zu wenig ernst genommen habe. Dasselbe sage ich aber, ein zweiter XXL-Grundkiller ist die Niederfrequenz. Auch das haben wir nie geglaubt. Ich habe ein altes Haus gekauft, damals noch mit alten Stromleitungen verbleit,
Was wir aber nie gemerkt haben, ist, dass dieses Haus hoch gespannt war von Niederfrequenz, haben sich Frequenzfelder aufgebaut. Erst als wir die Hochfrequenz aus unserem Haus ausgeschafft hatten, spürten wir, dass hier noch eine andere Schwingung uns mit kaputt gemacht hat, die uns ebenso in die Kopfschmerzen hineingetrieben hat. Und dann haben wir das ganze Haus untersucht. Und da kommen wir schon zum dritten Killer und haben gemerkt, das Ganze war schlecht geerdet. Und ich empfehle einfach allen, die Lebensqualität suchen, beginnt ganz grundfundamental einmal dort aufzuräumen oder durchzuchecken, wo ihr lebt, wo ihr wohnt. Denn viele Leute denken, Christen zum Beispiel, denken, sie haben geistliche Probleme, weil sie die ganze Zeit an einem Burnout nahe sind. Und gehst du mal mit einem Messgerät zu ihnen nach Hause, stellst du fest, sie sind gegenüber einer Mobilfunkantenne wohnen sie, sie haben sie das Kopf, den Kopf nachts, schlafen sie neben einer Steckdose, ihre Kinder schreien durch, weil die Eltern keine Ahnung haben, dass wenn sie dieses Kinderbettchen in die Nähe einer Steckdose stellen, dass dieses Kind gequält wird jede Nacht. Sie haben keine Ahnung, vielleicht, dass ihr Haus schlecht gebaut ist, eben wie unseres, wo die Erdung schlecht ist, wo die Erdung fehlt, und dann bauen sich überall Spannungen auf. Ich empfehle euch, wenn ihr an der Lebensqualität arbeiten wollt und ihr habt Probleme, nehmt irgendjemand von uns an der Hand und sagt, vermittle mir eine Ausmessung, wir machen das unentgeltlich, wir kommen zu dir nach Hause und messen dein Haus hochfrequent aus, Niederfrequenz aus, und wir zeigen dir, worauf es ankommt. Du wirst sehen, wenn du solche Probleme hast, dann hast du von heute auf morgen höhere Lebensqualität, und du musst nicht länger beten am Morgen, wenn du im Glauben bist. Du brauchst nicht einen besseren Kollegenkreis, du musst nicht mehr verdienen. Du hast einfach mal grundsätzlich ein wunderbareres Leben, weil du dich schon sehr, sehr gut fühlst. Am Morgen stehst du völlig erholt auf. Wisst ihr, wir sind jahrzehntelang, sind wir wie eine geladene, überladene Batterie aufgewacht am Morgen. Ja. Alles hat vibriert, du wusstest nie warum. Du dachtest, du hast Anfechtungen, irgendwo sind welche Dinge nicht in Ordnung, geistlich. Dabei war es Hoch- und Niederfrequenz. Ja. Und dann kommen die Erdungsprobleme dazu. Wir haben gemerkt, unser Haus war überhaupt nicht geerdet. Überall haben sich Felder aufgebaut. Hast du den Strom ausgeschaltet in einem Zimmer, wurde die Spannung im Zimmer 5-mal höher oder 10-mal höher als vorher. Und solche Dinge sind richtig gespenstisch, weil das eben Physik ist. Ja. Und wer hat das nicht schon erlebt, wenn du in einer Beleuchtungszentrale bist? Ich kann zum Beispiel nach 5 Minuten in einer Beleuchtungszentrale, sei es die Migros oder irgendwo, wo überall diese Lampen hängen, ich gehe da gebeutelt raus, nach 5 Minuten bin ich ein anderer Mensch. Da habe ich so einen Kopf. Ja. Kennt ihr das auch? Wer kennt das? Passt auf, das sind sehr ernste Dinge, die rauben euch die Lebensqualität. Das schleicht sich an. Ihr denkt, ihr habt eine Krankheit, und irgendwann werdet ihr auch eine haben, wenn ihr die Dinge nicht ausrottet. Ich mache das jetzt kürzer. Das sind so die grundfundamentalen Checks, die ich empfehle. Es mag dann 1000 mehr geben, aber ich gebe euch einfach mal die, die unser Leben revolutioniert haben. Ich kann es nicht anders sagen. Haus abgeschirmt von Hochfrequenz, total neues Leben. Dann die Niederfrequenz weg, noch total besseres Leben. Du kannst hier die Stufe nur so hochklettern, was Lebensqualität betrifft. Haus geerdet, wieder ein Level höher, dass du dich richtig relaxed fühlst, wenn du nach Hause kommst, ja. Und dann machte ich, als ich ganz schwach war, und das ist der Vorteil von Schwachheit, je schwächer du bist, desto empfindsamer nimmst du deine Umgebung wahr. Du merkst, was Qualität hat und was nicht. Eines Tages, ich war so erschöpft, eben auch von Frequenz und allem Möglichen belastet, auch im Dienst überbeansprucht, da merkte ich, als ich mich total erschöpft hinlegte, dass ich Atemnot bekam. Und irgendwie habe ich mich gewunden im Bett, und ohne zu spüren, habe ich mich mal um 90 Grad im Bett irgendwie gedreht. Plötzlich merke ich, ich kann besser atmen. Dann denke ich, spinnst du, was läuft? Habe ich mich wieder rüber, 90 Grad, merke ich, ich atme schlechter. 90 Grad so, oder einmal besser, 90 Grad anders, atme ich besser. Habe ich mal einfach so die 360 Grad Kurve gemacht, habe mich mal einfach mit verschlossenen Augen hingelegt und ging einfach immer um 90 Grad, legte ich mich mit dem Kopf in eine andere Richtung in meinem Bett, und ich spürte tatsächlich, jede Richtung hatte eine ganz andere Wirkung auf mein Wohlbefinden. Jetzt denkst du, was spinnt der hier zusammen? Wir reden hier von Lebensqualität, ihr Lieben. Und wenn du ein Bulle bist, wenn du noch Kraft hast, weil du das Glück hattest, dass du von all diesen Dingen verschont geblieben bist, von denen wir hier so reden, dann hast du jetzt keine Ahnung, dass das stimmen könnte. Ja? Du denkst vielleicht, der spinnt da vorne.
Aber für Menschen, die schwach sind, sage ich dir, deine Lebensqualität wird sich schon hier in der zweiten Stufe dramatisch verändern, weil ich habe festgestellt, nachdem ich es dutzende Male getestet habe mit verschlossenen Augen, es hat sich immer dasselbe ereignet. Immer 90 Grad spüre ich, ereignet sich etwas anderes in meinem Liegen, in meinem Schlafen. Für mich persönlich habe ich festgestellt, wenn ich den Kopf nach Süden richte, habe ich eine totale Ruhe in mir drin. Das ist, wenn du in einem Wasserstrom drin liegst, wo der Strom längs an dir entlang fließt und du wirst beruhigt. Lege ich mich 90 Grad anders, ist es wie wenn du quer in einem Strom drin bist. Und tatsächlich ist es so, einfach unsichtbar. Ja. Es war anstrengend. Seither schlafe ich nach Süden mit dem Kopf. Es ist eine einzige Ruhe. Allein diese Faktoren, die ich dir sage, haben meine rein physische Lebensqualität um ein Ungemeines gesteigert. Ungemein. Ich denke manchmal, wäre ich überhaupt noch am Leben, wenn wir diese Dinge nicht entdeckt hätten. Schon eben 2008 mit Uli Weiner und so weiter. Und dann kam ja noch der Mohon dazu und sagt, dann gibt es auch noch Erdstrahlung, die du berücksichtigen solltest, wenn es noch nicht ruhig wird, wenn all das immer noch, alles weg ist, du spürst die Ruhe und dann gibt es wieder eine Störung, kannst du auch noch die Erdstrahlung ausmessen. Und denk nicht, das sei ein Hirngespinste. Das sind messbare Dinge, die du erleben kannst. Und ich sage sie für jeden, der nach Lebensqualität sucht, bevor wir in der Höhe, in den Sphären des Geistes abheben miteinander, dahin kommen wir nämlich heute, machen wir zuerst die ganz grundfundamentale Arbeit. Freilich könnte man hier noch vieles sagen, man könnte jetzt auch eine ganze Ernährungslehre hier einbauen, wenn ich sage, ändere dein Umfeld in der zweiten Stufe, in der zweiten Krisenbewältigung. Ich sage dir einfach, die Ernährung, denke nicht, du hast eine gute Lebensqualität zugute, wenn du dich schlecht ernährst. Aber was ist schlecht ernähren? Ich sage dir einen ganz einfachen Satz und damit hat sich's. Ist das, was dein Körper dir als nützlich, als auferbauend, als Wohlbefinden quittiert? Verzichte auf alles andere, da hast du die ganze Ernährungslehre. Habe den Mut, anders zu essen, als wie du isst, egal wie überzeugt dass du bist, wenn es dir trotzdem schlecht geht. Ja? Es gibt Leute, die sind so überzeugte Fleischfresser, ich nenne sie mal so, ich beginne mal auf dieser Seite, so überzeugte Fleischfresser, weil sie sich sagen, ich brauche das, aber es geht ihnen immer schlecht nach dem Essen. Dann sage ich, hab doch mal den Mut, Vegetarier zu werden. Verstehst du? Und wenn du einfach ein überzeugter Vegetarier bist oder Veganer womöglich, aber dir geht es immer schlecht, du isst und nachher geht es dir schlecht, dann sage ich, habe einfach mal den Mut, probier mal aus, wie es dir geht, wenn du mal was anderes isst, vielleicht Fleisch. Und dann urteile nicht ich oder irgendjemand anders oder irgendein Gewissen, was es geht. Dein Körper ist deine beste Bemessungseinrichtung, die es überhaupt gibt. Mit deinem Körper ist dir dankt, mit Wohlbefinden hast du es getroffen. Ganz egal, ob es deiner Philosophie entspricht oder nicht. Das ist einfach Punkt. Hör auf deinen Körper, er unterweist dich am besten. Wenn es dir gut geht, sich hochführt, hast du es getroffen. Wenn es dich niederführt und du krank wirst und schlecht geht bei jedem Essen, dann hast du es verfehlt. Dritte Qualitätsstufe in Richtung XXL. Die ersten zwei haben wir jetzt gesehen. Beim einen musst du was verlassen, beim anderen geht es um diese Dinge, die du aus deinem Umfeld rausschmeißt, du bleibst, nicht du verlässt, sondern du lässt Dinge verschwinden aus deinem Umfeld. Bei der dritten Qualitätsstufe, die ist nur möglich, und jetzt kommen wir schon in die geistlichen Bereiche, jetzt verlassen wir das Materielle schon, obgleich, wie gesagt, es gäbe tausenderlei mehr zu sagen. In der dritten Stufe sage ich dir jetzt eine Gesetzmäßigkeit, du kannst darum streiten, du kannst machen, was du willst, sie ist die Wahrheit, glaub es. In der dritten Stufe sage ich dir, XXL wird nur möglich sein durch gemeinschaftliche Veränderung. Gemeinschaftlich ist das Thema bei der dritten Qualitätsstufe. Da beginnt das gemeinschaftliche Leben. Und ich stelle das zuerst einem persönlichen Leben gegenüber. Es gibt Lebensqualitäten, die man ganz allein für sich haben kann. Ich sage ein paar Beispiele. Ein Sonnenbad kannst du ganz für dich allein genießen. Das ist Lebensqualität. Ein Spaziergang, ein schöner. Oder ein erfrischendes Getränk, ganz du allein für dich, das ist möglich. Ein feines Essen, ganz für dich allein, das ist möglich. Oder von mir aus eine Meditation, wo du meditierst, betest, nenn es wie du willst, wo du betest. Oder du kannst dich für dich ganz allein bekehren, ein Erlebnis haben, wo deine ganz individuelle, persönliche Lebensqualität hochgefahren wird. Das ist möglich. Nur musst du wissen, die höchsten Lebensqualitäten
liegen alle im Bereich des Gemeinschaftlichen. Du kannst dein persönliches Leben, deine persönliche Lebensqualität immer nur bis zu einem gewissen Level ausbauen. Und dann steht es dort still. Und das Problem, das du dann hast, und da sind wir aber schon bei der dritten Krise, oder? Im dritten Punkt, das Problem, was du hast, du bist nicht gebaut für so wenig Lebensqualität. Immer nur gut essen, immer nur gut trinken, immer nur gut spazieren. Irgendwann merkst du, du vereinsamst, du sehnst dich nach mehr Lebensqualität. Und dieses Mehr an Lebensqualität liegt immer in der gemeinschaftlichen, in einer gemeinschaftlichen Erfahrung drin. Die kannst du nicht allein weiterbringen. Daran sind Leute, die alles haben, einen goldenen Käfig zu Hause, die haben Geld wie Heu, die haben die schönsten Wohnungen, schönsten Autos, sind aber immer allein. Die leiden unter mangelnder Lebensqualität. Warum? Weil es eine Gesetzmäßigkeit ist, ein Grundsatz, dass die Steigerung von Lebensqualität nur gemeinschaftlich möglich wird. Du kommst allein nur bis zu einem bestimmten Punkt. Also nur gemeinschaftlich erlangen wir zum Beispiel höhere Qualität durch Liebe zum Beispiel. Ja, wenn du nicht lieben kannst, wenn du nicht geliebt wirst, bist du auf einem niedrigen Niveau. Oder nur schon einem anderen etwas Entdecktes zeigen. Beobachte einmal dein Leben, was mit dir geschieht. Wie viel, dass du anderen etwas zeigen möchtest. Du hast etwas erlebt. Du bist begeistert davon. Die erste Stufe der Lebensqualität, wunderbar, es ist, du hast eine schöne Erfahrung gemacht. Was passiert als nächstes? Du möchtest es sofort jemandem erzählen. Stimmt das? Du möchtest es mit jemandem teilen. Du möchtest jemandem das sagen. Warum eigentlich? Weil sich dann die Freude vermehrt, weil sich dadurch gesetzmäßig etwas multipliziert. Du nimmst den anderen mit rein. Was du vielleicht nie gemerkt hast, ist, dass deine Freude darum erhöht wird, weil du am anderen angedockt bist und seine Freude durch dich hindurch geht. Du verdoppelst deine Freude, wenn du es jemandem sagst. Siehst du, dass einander zeigen, was man entdeckt hat, einander etwas schenken, da geht es eine Stufe höher, etwas geben können, etwas miteinander erleben. Also ganz allgemein ist eine vollendete Lebensqualität oder ein vollendetes Glück, könntest du auch sagen, oder vollendete Freude, ausschließlich ein Produkt der Gemeinschaft, ein gemeinschaftliches Produkt. Ja. Und darum suchen die Menschen intuitiv, du musst es ihnen nicht beibringen, jeder Mensch, und da siehst du wieder, wir sind alle gleich, jeder Mensch sucht intuitiv Gemeinschaft, er sucht gemeinschaftliche Erlebnisse. Und wenn es nur irgendein Wanderclub ist oder irgendwo gemeinsame Unternehmungen, weil sie intuitiv spüren, gesetzmäßig, dass nur so ihre Lebensqualität gesteigert werden kann. Wer sich ausnimmt von der Gemeinschaft, und da reden wir jetzt nicht von frommen Gemeinschaften, wir reden von grundsätzlich Gemeinschaft, wer sich ausnimmt davon, verkümmert, er stirbt. Der Mensch ist nicht gebaut, um allein zu sein. Und wenn jemand das kann, hat er eine spezielle göttliche Berufung, wenn er das kann. Aber ich behaupte mal, das kann im Grunde genommen kein Mensch, so wie nicht ein einzelnes Glied, ein Finger zum Beispiel von dir, losgelöst vom Körper, eine Existenz haben kann. Es ist so. Also suchen alle Menschen intuitiv nach höherer Lebensqualität, indem sie sich verbinden miteinander, sei das jetzt beim Fußballspielen oder eben Wanderung oder eine Reise oder nimm was du willst. Aber, und jetzt eben kommen wir in eine nächste Krise wieder, das Problem ist, sobald die Menschen zusammenkommen, haben sie zuerst dieses High, sie spüren, wie die Lebensqualität sich steigert, aber dann driften sie ab. Dann driften sie ab. Gemeinschaften nehmen immer wieder Kurs auf sinnlose Richtungen. Jetzt schau mal, was passiert überall in der Welt. Wenn du einen Fußball nimmst, am Anfang dieses große Geschrei und da, irgendwann wird es immer brutaler, irgendwann beginnt die Sauferei und beginnen die Hooligans aufzutreten, es entstehen Exzesse anstelle von wahrer Lebensqualität, plötzlich besaufen die sich. Warum? Sie haben den Level, den gemeinsamen Level, den sie am Anfang gefunden haben, richtigerweise gefunden haben, er kam in eine Erschöpfung, weil Lebensqualität vergrößert sich nur gesetzmäßig. Und wir sind dazu angelegt, unersättlich zu sein nach Lebensqualität. Habt ihr das gewusst? Wir sind göttliche Wesen, wir sind dazu angelegt, an Lebensqualität entweder immer nur zuzunehmen oder zu verkümmern. Das ist unser Schicksal. Immer mehr Herrlichkeit oder kaputt gehen. Das ist eine ganz einfache Feststellung. Wir sind gebaut,
um ganz viel Schönes zu empfangen. Aber es ist an Gesetzmäßigkeiten gebunden. Und diese Clubs, wo immer das ist, du merkst einfach, dass wenn der Level erreicht ist, fällt es in die Exzesse. Das kannst du auf dem kulturellen Gebiet kannst du das feststellen, musikalisch, die Künstler, sie fallen in die Erotik rein, auch literarisch, es wird immer abstruser, alles entgleist. Es kommt immer mehr Aftergerede plötzlich in die Gruppen rein, Angeberei und solche Dinge. Und du merkst, es ist gar nicht so einfach, die gefundene gemeinschaftliche erhöhte Lebensqualität zum einen zu erhalten, aber fast unmöglich scheint es, sie zu steigern, dass es da immer weitergeht. Es gibt gewisse Lebenskünstler, die können auch nach Jahrzehnten immer noch im selben Jazzclub sein, oder? Einfach die begnügen sich damit. Und sie sagen sich, mehr gibt es dann nicht, die finden sich ab damit, sind dann Woche für Woche Stumpen im Mund und sind da beim Pokern oder irgendwas und die erwarten gar nicht mehr. Aber ich sage, sie haben eben auch nicht mehr. Sie haben auch nicht mehr. Irgendwann werden sie unglücklich sein, irgendwann werden sie merken, sie fühlen sich zu kurz gekommen. Aber wisst ihr was? Weil wir göttliche Wesen sind, wir sind angelegt, Segen zu empfangen. Und Segen bedeutet Lebensqualität ohne Ende, immer wie eine Treppe, hoch, 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 immer noch mehr. Und wenn wir diese Gesetzmäßigkeiten, diese Segnungen nicht segensgemäß oder geistgemäß, gesetzmäßig empfangen, wandelt sich dieser Segen in Fluch. Das ist leider so ein Gesetz, ein Lebensgesetz. Wir reden übrigens seit Jahrzehnten fast nur über Lebensgesetze, weil davon hängt alles ab. Und das ist so ein Gesetz, das kannst du nie umgehen. Wenn du einen Segen verdirbst, wird ein Fluch daraus. Nimm ein Beispiel, eine gesegnete Ehe. Jede zweite Ehe wird heute geschieden. Aber schau mal, wie die allermeisten Ehen funktionieren, nachdem sie geschieden sind. Zuerst waren sie ein Segen und so gesegnet, wie sie waren, wenn sie auseinander sind, wird daraus ein Fluch. Die Leute verwüsten sich gegenseitig. Es ist grauenhaft. Das ist so ein Problem, das wir hier unten haben. Also, aber das Ganze ist ein Zeichen von falschen, trügerischen Quellen. Wenn dann die anfängliche Gemeinschaft, das anfängliche gemeinsame Glück, das Lebensstandarderhöhung plötzlich in Aftergerede und Angeberei ausartet. Ich nehme jetzt mal das Stichwort Ibiza. Ich weiß nicht, habt ihr das mitgekriegt? Es wird im Moment in allen Sendern gebracht. Ibiza, der FPÖ-Politiker, der Heinz-Christian Strache. Da hast du wieder so einen Beweis dafür, oder? Da geht er nach Ibiza in die Ferien, dieser FPÖ-Politiker, und lässt sich dort ein, es kommt in Exzess rein, sie beginnen zu saufen, sie haben hier eine lustige Runde und es wird gequatscht und hin und her und die filmen das heimlich, oder? Und dann kann er seine Zunge nicht bändigen, dann locken sie ihn in eine Falle rein dort, oder? Und plötzlich bringen sie zwei Wochen vor dem Wahlkampf, wo er eigentlich die Wahl gewinnen möchte, bringen sie ein Video von Ibiza, wo er hier eigentlich wo er die Russen quasi mobilisiert, um ihm bei der Wahl zu helfen. Das ist natürlich ein Riesenfake. Aber warum erzähle ich das Ganze? Ich erzähle es, um zu zeigen, so ist es, wenn wir nicht die Lebensqualität ständig erhöhen, es kommt in Exzesse rein, unsere Zungen entgleiten, die haben Dinge gesagt, wo die unheilige Zunge seine Lebensqualität jetzt mal auf unter Null abgebaut hat. Natürlich, das Ganze war eine Geheimdienstattacke, man hat ihn reingelegt, man hat diese Situation herbei manövriert, man hat ihn bewusst abgefüllt, bewusst Fragen gestellt, bewusst solche Szenen hervorgeholt, wo er im Spaß sagt zu einer Russin, ja, helf mir mal die Wahl gewinnen, ja, die Russen, oder? Und das kommt jetzt in der ganzen Presse und so weiter als Verleumdung. Aber was ich sagen möchte, wenn du Lebensqualität erhöhen willst, kannst du aus dieser Situation sehr viel lernen. Die Zunge, dieses unheilige Ding, oder? Wenn wir die Zunge nicht in den Griff kriegen, versichere ich jedem Einzelnen hier drin, Lebensqualität hat seine Grenzen. Beachte einmal in deinem Alltag, wie viel Aftergerede zum Beispiel in deinem Leben drin stattfindet. Wie viele Dinge du besprichst mit deiner Zunge, wie viele Dinge du sagst mit deiner Zunge, die eminent, einschneidend, niederziehend auf deine Lebensqualität einwirkt. Kennt ihr das? Die Bibel sagt es so, Jakobus 3,5 sagt, so ist auch die Zunge ein kleines Glied und rühmt sich großer Dinge. Siehe, welch kleines Feuer, welch einen großen Wald zündet es an. Das gäbe eine ganze Stunde darüber zu predigen, locker, wenn ich dir sagen möchte,
wie sehr die Zunge Lebensqualität vermindern kann. Ich sage nochmal, eine Strache, seine Lebensqualität ist jetzt im Keller. Er sagt, meine Familie ist eigentlich im Eimer. Jetzt erkennt er, die Familie ist das Wichtigste. Er sagt jetzt vor laufender Kamera, die Familie ist das Wichtigste, habe ich meine Frau. Das Kostbarste in meinem Leben, total verwüstet mit meiner Zunge, weil ich herumgealbert habe, weil ich Macho gespielt habe, weil ich an einer fremden Frau rumgebackert habe in meinem Suff. Oder? Jetzt ist seine Lebensqualität im Keller. Warum? Weil er seine Zunge durchbrennen ließ. Aber ich knüpfe hier gleich noch Sprüche 4,23 an, weil das ist das eigentliche Problem, das er hatte, was seine Lebensqualität zum Einbruch gebracht hat. Mehr als alles in deinem Leben behüte oder bewahre dein Herz, denn in ihm, in deinem Herzen, entspringt die Quelle des Lebens. Also wenn du Lebensqualität suchst, jetzt befinden wir uns nicht mehr im Bereich des Sichtbaren, bei Strom und diesen Dingen, jetzt befinden wir uns schon im Geist. Wenn du dein Herz nicht bewahrst, deine Herzensregungen, zum Beispiel wenn dich jemand animiert zu saufen, animiert dumme Sprüche zu machen, animiert fremd zu gehen, animiert irgendeine Sauerei abzulassen, etwas zu stehlen oder etwas zu betrügen, umharre dein Herz, wenn du dein Herz ganz gut bewachst und deinen Mund, kann ich dir sagen, wird deine Lebensqualität schon allein deshalb eine hohe Kurve nach oben machen, Richtung XXL, weil das Allermeiste, was kaputt geht, geht durch die Zunge kaputt. Wie viel wird verleumdet? Irgendwelche Dinge in die Luft gesetzt, über Menschen erzählt, die überhaupt nicht stimmen. Und dann bricht eine Kraft über uns ein, die uns die Lebensqualität runterreißt. Wie viel Verklagungen, ja? Verklagungen, das ist die Meisterklasse des Teufels, der Verkläger der Brüder wird er genannt, ja? Wo du zusammenlebst, wo du angewiesen bist, eine höhere Lebensqualität nur gemeinschaftlich erreichen zu können, beginnen sich die Leute zu verklagen. Ja, ich erinnere mich an meine Mutter, als sie noch lebte, war sie in einem so ein Jazzclub. Ja. Das war am Anfang alles Jubel, Trubel, Heiterkeit. Über alle Maßen war das gerühmt. Und je länger sie zusammen war, begannen sie einander mit der Zunge einfach so mit so kleinen Zänkereien zu foppen. Und dann wurde es immer schlimmer und schlimmer. Und am Schluss ist die Frau aus dem Club ausgetreten und hat gesagt, es war unerträglich, es war alles kaputt. Die Zunge, ja, und das Herz. Man hat sich gegenseitig verklagt, Schuld zugeschoben. Und gesagt, du hast nicht ehrlich gespielt und du so. Überlegt gut, was ich hier sage. Das gehört zu den grundfundamentalsten Erkenntnissen, wie man zur Lebensqualität kommt. Man macht mehr kaputt mit der Zunge und mit seinem Herzen, wenn man es nicht behütet, als mit allem anderen. Ja. Das negative Reden, wie oft, wie schnell, jede Situation und wir, ich sage es mal in unseren Kreisen, die wir mit unserer Aufklärungsarbeit Tag und Nacht beschäftigt sind, mit AZK und KlarTV und so weiter, wir haben so viel Negatives um uns herum. Aber wenn wir am Abend nach Hause kommen, am Tisch uns setzen, jeder von seiner Arbeit, und wir sind ja alle Vollzeitler in diesen Dingen, wenn wir dann negativ zu denken, wenn wir zum Beispiel nach Hause kämen und sagen, oh, dieses 5G schon wieder, und versteht ihr? Wenn wir hier zu jammern beginnen, negative Bekenntnisse über unsere Zungen bringen, wenn wir nicht den Weg haben, Dinge positiv zu nehmen, zu verändern, ins Positive, zu unseren Gunsten, zu proklamieren, dann reißt es uns die Lebensqualität bis in die Hölle runter. Ja. Und darum haben wir uns angewöhnt, wir reden zwar offen über die Dinge, so wie wir offene Sendungen darüber machen, wir machen tausende von Sendungen, aber wir hüten uns gegenseitig, dass wir nicht den Glauben verlieren, dass wir nicht anfangen, negativ zu bekennen, dass wir hier irgendwie unterlegen sind. Was immer kommt in den Nachrichten, und wir merken, da ist wieder die Pharma am Angreifen, da ist wieder die Mobilfunklobby am Angreifen oder hier wieder Atomlobby, du kannst hier alles in die Reihe stellen oder Finanzlobby. Was immer kommt, sagen wir so, und das holen wir runter. Das ist das Bekenntnis der Zunge. Wir sagen, das holen wir runter. Wir gehen in den nächsten Gang rein, das müssen wir was dagegen unternehmen. Seht ihr, und weil wir so leben, weil wir die Dinge, die Negativen, die an uns kommen, nicht negativ uns damit belasten, indem wir sagen, oh, ist das auch noch und das jetzt auch noch, oh, wie kann uns Gott sowas zumuten? Nein, wir sagen, jetzt gehen wir noch mehr ran. Ja? Da schreibe ich jetzt eine Sendung drüber, positives, erbauendes, schöpferisches Aussprechen, dass wir unsere Umwelt verändern mit unserem Reden.
tun wir das nicht. Ich sage negative Bekenntnisse, du musst wissen, alles, was du negativ, glaubenslos, mutlos aussprichst, ist mit deinem ganzen Nervensystem gekoppelt. Wenn du bekennst, das macht mich alles noch krank, was ich hier höre, dann musst du wissen, neurologisch kannst du es feststellen, das ist schon eine jahrzehntelange Erkenntnis der Ärzte, der Forschung, wenn du solche Dinge bekennst, zum Beispiel, das macht mich noch total krank, zum Beispiel jetzt all diese schlechten Nachrichten, dann stimmen sich deine ganzen Nerven darauf ein, wir werden total krank. Wenn du sagst, da sterbe ich dran an diesen Dingen, die du hörst, dann sagen alle Nerven, alle Zellen in deinem Körper, macht euch bereit zu sterben, denn der Befehl ist da zu sterben. Weil du es bekennst mit deinem Kopf, was du sprichst mit deiner Zunge, was du glaubst in deinem Herzen, formt dein ganzes Dasein. Darum versuche immer, wenn du nach Lebensqualität suchst, suche danach, dass du hochkommst, dass du über den Dingen stehst, dass du den Weg siehst, wie du darüber stehst, wie du es beherrschst, diese Probleme. Ganz gleich, welche es sind. Da nehme ich alles mit rein, da nehme ich die ganze Verfolgung mit rein. Ihr könnt mal ein bisschen unser Leben studieren, wenn ihr Herr der Wandlungen noch nicht kennt. Da draußen gibt es dieses Buch oder dieses Hörbuch. Nehmt es mit und seht mal, wie wir mit tausenden von Problemen seit Jahrzehnten beschossen und behaftet und bombardiert werden. Aber siehst du, wir haben aus allem eine Wendung gemacht. Wir haben uns nichts einfach unterworfen. Nun muss ich dir ehrlicherweise sagen, ich bedauere an dieser Stelle all die Menschen, die nach Lebensqualität suchen, die Lebensqualität erhöhen wollen, aber mit Gott nichts anfangen können. Da bedauere ich euch. Wisst ihr warum? Weil da kommst du so an die Grenzen, wo willst du dich denn halten? Ja? Wenn du immer noch mehr hörst, immer noch mehr Verschwörung. Jetzt hatten wir diese ganze Palette aufgezeigt mit diesen 10.000 von Obelisken und dann all diese Geheimzeichen, wo du merkst, da ist eine riesen Verschwörung im Gang. Ja? Wie wirst du denn fertig damit, wenn du dich nicht hochschwingen kannst, wenn du dich nicht an etwas Göttlichem orientieren kannst, das in dir drin lebt, das dich hochbringt, das dich in die göttliche Dimension nimmt? Ich kann dir sagen, wer hier mit Gott oder höherer Gewalt, ich kann auch sagen mit Matrix, nenne es wie du willst, wenn du damit nichts zu tun haben willst, muss ich dir leider mitteilen, ist eigentlich für dich hier die Botschaft schon nahezu aus. Weiter kannst du es nicht bringen, weil Lebensqualität hängt davon ab, dass man Krisen überwindet. Und die Krisen stellen sich genauso dar, wie ich sie dir hier schildere. An diesen Stadien kommst du nicht vorbei. Du bist ein Gemeinschaftsobjekt, du bist für die Gemeinschaft gebaut, du bist in eine Welt hineingestellt, wo nicht du in erster Linie entscheidest darüber, was jetzt an dich herankommt, sondern das kommt einfach und es kommt an uns heran. Wir haben uns das alles nicht ausgesucht. Die einzige Sache, die uns bleibt, ist, wie gehen wir damit um? Und ich sage, wollen wir mehr Lebensqualität in Richtung XXL, müssen wir lernen, zusammen diese Dinge zu überwinden. Wir müssen lernen, diese Dinge miteinander anzugehen. Wir müssen uns zusammenschließen. Dann wird es möglich. Wir müssen miteinander einen Weg gehen, dann können wir es überwinden, allein nicht. So wie du als Individuum, als Einzelgänger deine begrenzte Freude haben kannst mit dessen Trinken und so und irgendwann hast du die Schnauze voll davon, so hast du auch in der Gemeinschaft, die sich nicht weiterentwickelt, irgendwann hast du die Nase voll. Und darum sage ich, es kommt immer wieder zu Krisen. Jede Etappe, wo du höher steigen willst, deine Qualität erhöhen willst, wirst du einen Lebensschrei finden in dir drin, nämlich den Schrei nach Erlösung, wo du schreist, oh Gott, erlöse mich von dieser Ohnmacht, die ich als Mensch fühle. Und dann zeige ich dir heute, wie der Weg geht, wie du aus dieser elenden Menschennummer rauskommst, wo eine Gottesnummer draus wird, wo etwas in dir passiert, wo etwas in dir Platz nimmt, wo etwas sich in dir zu ereignen beginnt, das weit über dem steht, was du als Mensch je erfahren hast. Darum reden wir in der OCG immer von Gott. Ja? Ohne Gott geht's nicht, ich sag dir's. Und wenn du es anders nennst, wenn du ihn anders nennst, ich bin nur darauf angewiesen, dass du die Wirkungen Gottes kennst. Ja? Wenn du nicht in der Lage bist, Gott in seinen Wirkungen als Person zu erkennen, du redest lieber nur von Matrix oder von irgendwelchen technischen Dingen, die sich hier einfach ereignen in der Luft. Mach das so, wir gehen mit dir mit, wir suchen die Analogie dazu. Hauptsache, du gehst mit diesen Wirkungen, die du geortet hast.
Oder ich sage es anders, die dich geortet haben. Hauptsache, der Schrei nach Erlösung findet ein Echo in Wirkungen, in unsichtbaren Wirkungen, die hier sind, mit denen du mitgehen kannst, in die du dich einbetten kannst. Aber ich sage das ganz offen aus meinem Leben, du musst das nicht nachmachen. Du kannst mühsame Erfahrungen, so viele machen, wie du willst, deine Lebensqualität unten behalten, solange du willst. Ich sage dir es einfach aus meinem Leben, weil ich Gott kenne, weil Gott sich mir geoffenbart hat, mir begegnet ist in meinem Leben, sich mit seiner Kraft an mir erwiesen hat, kann ich dir sagen, es gibt keinen günstigeren, keinen schöneren Weg, als sich dem himmlischen Vater in die Arme zu werfen. Und wenn du nicht mehr kannst, zu wissen, da ist einer, der dich trägt, da ist deine Hand, da ist dein Arm, da ist deine Schulter, da ist dein Gott, da ist ein lebendiger Gott, der mich trägt. Das ist ein Gott, der nicht im Himmel ist, sondern ein Gott, der hier unten ist. Da ist ein Gott, der in mir drin lebt, der in mir sich bewegt, der in mir denkt und fühlt und will. Verstehst du das? Also der Schrei nach Erlösung, ich sage dir, wenn du nach Lebensqualität suchst, die erhöht wird, du wirst immer wieder in diese Krisen hineingeführt, wo du schreist und oder du bleibst stehen. Lebensqualität Ende, immer dort, wo du stehen bleibst, wo du nicht bereit bist, weiterzugehen oder eine Krise nicht überwinden kannst, ist Ende der Fahnenstange, auch wenn es potenziell weit, weit mehr gibt. Jetzt kommen wir in eine nächste Ebene, also wie soll ich sagen, eine nächste Bemühung möchte ich sie nennen. Eine der größten Bemühungen, einander in bessere Lebensqualität zu führen oder hinein in seine eigene Freude zu führen, dass du Anteil an zum Beispiel meine Freude hast oder die Menschen. Eine der größten Bemühungen ist, den Glauben an Gott zu vermitteln. Weil das ist ja genau der Punkt. Darum gibt es so viele Religionen, darum gibt es so viele Missionen. Warum? Weil die Welt in der Krise ist. Und dann die einzelnen Religionen, die mit Gott Erfahrung gemacht haben, neue Hoffnung schöpfen. Und weil sie spüren, ihre Lebensqualität bleibt stehen, wenn sie nicht andere mit hineinnehmen können, dass andere an dieser Freude mit teilhaben, ist auch ihre Lebensqualität beschnitten. Darum gehen sie hin und sagen, ich habe einen Weg, es geht weiter mit Gott. Siehst du, und so bin ich jetzt gerade am Missionieren mit Gott. Aber jetzt ist die Frage, wie? Wie, oder? Das Problem, das wir haben, der Glaube an Gott oder der Glaube an das Göttliche oder nenne es eben das Schicksalhafte oder einfach der Glaube an das Höhere, ein Generalfehler, ich sage mal, den alle Religionen gleich machen, ein Generalfehler, den auch alle Ideologien gleich machen, ist der ständige Versuch, einander gegenseitig zu bekehren. Jeder bringt seinen Gott, sein Gottesbild, mit gutem Meinen versucht man damit zu sagen, komm, glaube an meinen Gott, dann steigert sich deine Lebensqualität. Ich bleibe mal ein bisschen in dieser Terminologie drin. Und dann stößt eine Worttheorie oder eine Gotttheorie auf die andere. Und wir kennen unsere eigenen Gottestheorien, man kann sie auch Theologie nennen, die kennen wir in- und auswendig. Nein, auswendig kennen wir sie jetzt, muss ich das korrigieren. Wir kennen unsere Theologien auswendig. Wir haben unsere Bibeln, die anderen haben ihren Koran, die anderen haben ihre Bhagavad Gita. Nenne all die Bücher, wie sie alle heißen, und jeder kennt seine Religionsschrift auswendig. Das Problem, was wir haben sie nicht inwendig. Wir kennen sie nicht anwendig. Auswendig schon, aber nicht inwendig. Wir haben es nicht drin richtig. Nicht anwendig, wir können es nicht anwenden. Das heißt, bei all dem, was wir versuchen, in gutem Meinen zu steigern an Lebensqualität, müssen wir feststellen, es bricht ein. Warum? Weil wir es auf falsche Weise tun. Und über diese falsche Weise möchte ich wieder ganz kurz einige Dinge sagen, weil daran scheitern unglaublich viele Menschen und ihre Lebensqualität mit ihnen. Ja? Wir nennen es eben gerne die Rechtgläubigkeit. Wir versuchen einander Gott nahezubringen in der Hoffnung, wir kriegen die Menschen hoch aus der Krise und machen das mittels Rechtsgläubigkeit, eben mit unseren Schriften in der Hand. Oder ich möchte einen anderen Begriff nennen. Mit unserer Rechtförmigkeit bombardieren wir die Leute. Ja. Das heißt, jede Religion hat so ihre Verhaltensmuster. Das nennen sie dann Frömmigkeit. Oder man nennt das Frömmigkeit, aber in Wahrheit ist es oft mehr Förmigkeit als Frömmigkeit. Ja. Die Rechtförmigkeit ist uns oft viel wichtiger
als die rechte Frömmigkeit. Ja? Oder eben die Rechtgläubigkeit ist uns oft viel mehr bedeutend als die Rechtschaffenheit. Lieber das rechte Glauben, du musst so glauben wie ich. Tun ist immer hinten an bei den Leuten, immer wieder, also nicht bei allen. Man kann das nicht so verallgemeinern. Ich sage nur, wo die Schlaglöcher sind in unserem Glaubensleben. Wir vermitteln Göttliches statt Gott. Ja. Gott den Unsichtbaren, den Menschen zu zeigen, ist nicht so einfach wie im materiellen Bereich, wo du so billig irgendetwas zeigen kannst, ja, wie so Menschen sich das gewohnt sind. Und darum vermindern wir die Lebensqualität sehr schnell, wenn wir mit Religionen und Ideologien aufeinander einwirken. Warum? Weil wir einander, wir bringen Worte über Gott, anstatt Gott zu zeigen. Wir müssen einander Gott zeigen. Ich sage es mal mit diesem Begriff. Wenn wir denken, wir haben einen lebendigen Gott, wir haben einen Gott, musst du nicht Theorie über Gott bringen, sondern Gott bringen. Das ist der Unterschied, verstehst du? Das ist ganz wichtig, daran hängt Lebensqualität, davon hängt es ab, ob andere mit einhängen, ob andere mit sich, mit deinem Glauben identifizieren. Dazu ein Gleichnis, wenn jetzt ein Kind zum Beispiel, finde ich, einen tollen Papa zu Hause, oder? Und jetzt eben möchte seine Lebensqualität erhöhen, dieser kleine Junge vielleicht, geht er zu seinem Spielkameraden in die Schule und sagt, hey, mein Papa, das ist so ein richtiger Kerl, oder? Wie macht er das, wenn er den anderen überzeugen will von seinem Papa? Ich sage dir, wie wir es jetzt im Bilde falsch machen. Wir kommen dann mit unserer Bibel daher. Es wäre dasselbe, wenn der Kleine in die Schule kommt, mit seinem Papa blufft und dann statt den Leuten, den Kindern, seinen starken Papa zu zeigen, der vielleicht eine Sportskanone ist, dass er irgendeine Urkunde hinlegt und sagt, schau mal, ich habe einen super Papa hier. Das ist eine Urkunde von ihm. Oder? Hier hat irgendeine so eine Trophäe oder was. Verstehst du? So machen wir es. Ich rede jetzt in Bildern oft, damit wir verstehen, wie unsinnig es ist. Ja? Wenn ein Kind will, dass ein anderes Kind von seinem Papa begeistert ist, muss er ihm den Papa zeigen, wenn er da im Ring irgendwo steht, wenn er in der Rennbahn drin läuft, muss er ihn mitnehmen, dass er ihn sehen kann. Seht ihr den Unterschied? Nicht irgendeine Urkunde zeigen von seinem Papa. Oder eben, wenn er Rennfahrer ist, soll er ihn mit auf die Rennbahn nehmen. Sagt, ah, da ist mein Papa, oder? Und, wow. Und das Allerbeste ist natürlich, wenn er ihn den Kumpel dazu kriegt, dass er mal beim Papa neben einsteigen darf und mal mit auf die Piste darf oder was das immer ist, versteht ihr? Das ist einfach der Unterschied. Kann ein Kind seinen Papa so verkaufen, dass der andere ihn erlebt? Wird er nur noch von, hey, du hast einen super Papa, wie er darüber sagt, er hat einen super Papa, oder? Und sonst sagt er, das ist ein Spinner, der bringt hier eine Urkunde und behauptet, sein Vater ist was Besonderes, das hat er sicher gefälscht, oder? Da kann man sich darüber streiten, ist die Bibel echt oder falsch, ist der Koran die Wahrheit oder nicht? Wir müssen das tun, was unsere Religionsbücher uns sagen. Tun, ja, durch die Tat verkündigen, nicht nur in der Theorie. Also allein alles Theoretische führt in aller Regel genau ins Gegenteil, das müssen wir wissen. Solange wir Papa nicht zeigen, wer er ist, führt es ins genaue Gegenteil, weil es ist einengend. Ja, ich erinnere mich an die Bemühungen im Anfang meines Glaubenslebens, als mich Christen zu bekehren suchten. Es war sowas von einengend, so etwas von gefangennehmend. Man hat den Eindruck gehabt, man wird von Kopf bis Fuß nur ausgezogen, bestohlen oder gefangen gesetzt irgendwo. Es war eine einzige Überforderung. Also ich sage nochmal, wir müssen Gott zeigen, wenn wir einen haben. Nicht nur über ihn reden, nicht nur kraftlose Gesetze predigen. Das können die meisten Religionen sehr gut. Das solltest du tun und das solltest du lassen. Hier ein bisschen mehr, hier ein bisschen weniger. Dieses ständige Gesetzespredigen anstatt Gott vermitteln. Und ich weiß nicht, wenn Menschen damit zufrieden sind, sich ergötzen können, dass sie den anderen Gesetze predigen, was sie alles Mögliche tun und lassen müssen, jetzt als Gesetz, als klassisches Gesetz, und die Leute, die sich daran hochrappeln, sie erinnern mich mehr an Vampire als an Jesus Christus, oder? Weil Jesus, hast du gemerkt, er hat immer das Leben gebracht den Menschen. Wo er immer war, sind Ströme der Kraft ausgegangen von ihm. Sind doch nicht 10.000 hinter ihm hergelaufen, weil er irgendein Zitat in der Synagoge gesprochen hat und behauptet hat, das ist ein Gotteswort und das ist die Wahrheit. Seht ihr?
Wo immer dieser Mann war oder wo immer die Apostel waren oder die Propheten, gingen Kräfte von ihnen aus. Es hat sich etwas ereignet, es hat sich eine Atmosphäre gebildet. Es hat sich in diesen Menschen etwas verbunden, es hat mit diesen Menschen etwas getan. Es hat sich in diesen Menschen ständig etwas verändert. Und Zeichen und Wunder und Machttaten haben die Menschen mit Gott verbunden. Sie sagten sich, wenn ich bei diesem Apostel, bei diesem Propheten, wenn ich bei diesem Jesus bin, dann spüre ich mich im Himmel versetzt, dann bin ich ein anderer Mensch, es geschieht etwas mit mir, das muss ich haben, siehst du? Und Theologie war das allerletzte, was Jesus auf diese Welt gebracht hat. Die Theologie haben wir daraus gedreht und was für verkehrte Abfolgen. Also in der dritten Qualitätsstufe sind wir immer noch stark missionarisch unterwegs und vergessen oft uns selbst und die eigene Veränderung. Darum gelangen wir auch hier wieder ans Ende der menschlichen Möglichkeiten und an unsere Grenzen. Sprich, die nächste Krise kündigt sich an. Die nächste Kapitulation ist fällig. Das gegenseitige Bekehren hat nicht seine Erfolge gebracht. Und dasselbe, was ich hier auf Religionsebene erkläre, geschieht genauso in der Politik. Die Prinzipien sind dieselben. In jeder Ideologie passiert dasselbe. Bis hin zur Mode geschieht dasselbe. Ja? Diese Dinge, ja. Also die dritte Stufe der Lebensqualität hat hier ihre klaren Grenzen. Aber eines bleibt sich gesetzmäßig gleich. Und was ist das? Die höhere Lebensqualität kann nur und einzig gemeinschaftlich erlangt werden. Darauf möchte ich den allergrößten Wert legen, auf den Finger da am meisten drauflegen in dieser Verkündigung, die ich dir in zwei Teilen zeigen möchte. Wenn wir höhere Lebensqualität haben möchten, es ist nur möglich, wenn wir gemeinschaftlich diese Krisen überwinden und die Frage beantworten, ja, wie zeigt man denn den Menschen Gott? Wie kommt man denn dazu? Das sind die Dinge, die wir heute behandeln, von denen du noch hörst, wie das ganz praktisch geht. Aber zuerst müssen wir das systematisch aufbauen und festbleiben. Wir weichen nicht davon ab, wir bilden uns nicht ein, es gäbe höhere Lebensqualität außerhalb gemeinschaftlicher Entwicklung. Entweder entwickelt sich eine Gemeinschaft miteinander höher oder es bleibt beim Alten. Und nochmal ein Lebensgesetz, bleibt etwas beim Alten, Stillstand ist gesetzmäßig immer letztlich ein Rückgang. Weil ein Stillstand kann nicht dich bleibend sättigen, dass du zufrieden bleibst in deinem Leben. Also Stillstand hat immer Rückgang zur Folge, früher oder später. Ich sage es nochmal, weil wir göttliche Wesen sind und für die Herrlichkeit Gottes konzipiert sind, sind wir dazu geschaffen, von Herrlichkeit zu Herrlichkeit immer mehr zu bekommen, mehr zu bekommen, mehr zu bekommen. Aber wie gesagt, miteinander, nicht einzeln. Und du wirst nie am Ziel sein. Die Herrlichkeit wird immer mehr sein, immer mehr. Und wenn sie stehen bleibt, fällst du zurück und du hast am Schluss gar nichts mehr. Darum sind wir buchstäblich, ich sag's mal ein bisschen derb, wir sind buchstäblich verdammt, in die Herrlichkeit zu kommen. Ja? Wenn wir nicht wollen, dass sich die Herrlichkeit zur Hölle wandelt, wir sind verdammt dazu, wir sind bestimmt dazu, an Herrlichkeit zuzunehmen. Und darum hast du heute so einen Titel von mir da vorne, weil ich das sehe, weil ich das erlebe und weil ich dahin gelangen möchte. Mögt ihr noch ein bisschen? Wir machen dann irgendwann eine Pause, aber ich muss schauen, dass ich in zwei Teilen durch bin, weil wir haben so viele wunderschöne Dinge heute noch und Mitteilungen, dass ich nicht den ganzen Tag hier eine Bibelschule machen kann, aber eine Kurzbibelschule gibt es halt schon. Man kann diese teuren Dinge im Leben halt nicht einfach so ratzfatz erklären. Ihr bleibt einfach ein bisschen mit mir dran, okay? Also, die vierte Qualitätsstufe, da gehen wir einen Schritt weiter. Wir nehmen uns jetzt wieder mit rein, anstatt die anderen zu missionieren, so, wie soll ich sagen, extrovertiert, nach außen ausgerichtet, jetzt werden wir introvertiert noch einmal und wir merken, wenn wir die Qualität weiter steigen wollen miteinander und wir möchten auch in der Religion, in der Ideologie und was weiß ich wo weiterkommen, dann können wir diese gemeinschaftliche Qualität nur steigern, indem wir introvertiert, das heißt, indem wir Vorbild werden. Vorbild. Seht ihr, das ist ein Riesenunterschied, oder? Wenn ich dir etwas erzähle über den Glauben, ist das eine Theorie, extrovertiert, missionarisch. Aber wenn ich dir das demonstriere selber, also ich selber mache die Nummer des Papas, von der ich vorher erzählt habe,
dann werde ich merken, dass ungemein mehr Menschen sich mit einklinken und sich mit auf den Weg machen und verändert werden. Warum? Weil ich mich verändere. Aber diese Veränderung nicht für mich behalte, sondern ich möchte sie auch teilen. Ich möchte meine Veränderung dir zeigen. Das ist der Grund, warum du heute hier zum Freundestreffen eingeladen bist, übrigens. Mitunter, ja? Warum? Damit ich dir nicht hier eine Predigt halte, dass es einen lieben Gott gibt, dass es einen Organismus gibt, sondern dass du Organismus hier erleben kannst. Siehst du den Unterschied? Hier sind Menschen, die gelernt haben, weit über dem Level des gewöhnlichen Gemeinschaft haben, wie man es als Menschen kennt, miteinander ungemeine Werke zu tun. Ja? Und ich möchte, dass wenn du heute hier bist, dass du nicht in erster Linie nur meine Theorie, meine Predigt im Kopf hast, sondern dass du bemerkst, was um dich herum geschieht. Dass du bemerkst, was du für eine Atmosphäre um dich herum hast, was sich an deinem Herzen ereignet, wenn du in der Mitte dieser Menschen hier bist. Ohne, dass sie dich missionieren, ohne, dass sie irgendwas tun, sondern weil sie so sind, weil sie etwas berühren und etwas pflegen, etwas in sich tragen, was das Produkt hervorbringt. Verstehst du mich? Wir nennen das Komm und Sieh. Das ist die Mission, wo ich sage, wenn wir Lebensqualität steigern möchten, da kommen wir wesentlich weiter mit der Mission, mit dem Missionsruf, komm und sieh. Werd auch du ein Mensch, der andere nicht bekehrt mit Theorie, sondern der sagen kann, komm und sieh. Wenn einer sagt, was, du glaubst an Gott, was meinst du damit? Das kannst du sagen, komm und sieh. Und ich sage, komm und sieh, schau dir diese Menschen an. Hier kannst du Menschen sehen, die ticken völlig anders als andere. Angefangen davon, dass sie dir einfach mal dienen. Nicht jeder klebt dir irgendwo am Rücken und versucht, die Brieftasche, ein Portemonnaie aus der Tasche zu ziehen. Keiner versucht, hier Kohle mit dir zu machen. Keiner versucht, dir hier irgendwo auszubeuten. Irgendwas, so wie man das gewohnt ist. Schau dir diese Menschen an, sage ich dir damit. Komm und sieh. Das sind Vorbilder. Hier kannst du was lernen. Ja? Aber eben jetzt müssen wir uns auf die Spur machen, wo, wie und wo entsteht denn so eine wahre Gemeinschaft oder so eine Lebensqualitätssteigerung? Was macht es denn aus? Was hat diese Menschen verändert, dass sie komplett anders funktionieren, dass sie eine ganz andere Lebensqualität schon jetzt in sich tragen? Ich möchte das kurz in zwei Punkten zeigen. Es geschieht dort diese Veränderung, wo wir miteinander als Gruppe, die mag klein oder groß sein, ist einerlei, wo wir miteinander uns, ich sage mal mit dem biblischen Begriff, wo wir uns im Licht bewegen, im Licht befinden. Wahre Gemeinschaft beruht auf einem sich bewegen im Licht. Was bedeutet das jetzt schon wieder? Was ist Licht? Ich meine damit die Wahrheit. 1. Johannes 7 sagt es so in der Bibel. Wenn wir im Lichte wandeln, also ich sage mal in der schöpferischen Realität, nicht gespielt, sondern so wie Gott die Welt geschaffen hat, so wie es wirklich ist, in der Wahrheit, nicht gekünstelt, nicht geblufft, nicht betrogen. Wenn wir im Lichte wandeln wie er, also wie Gott im Licht ist, so haben wir Gemeinschaft miteinander. Das heißt, unsere Leben beginnen sich zu verbinden miteinander und mit Gott zu verbinden. Wie? Wenn ich die Lüge aus meinem Leben schaffe, wenn ich auf die Wirklichkeiten eingehe, so wie sie sich ereignen. Und wir werden noch viel davon reden heute, über die Wirkungen Gottes in unserer Mitte, über die Bewegungen, über die Abläufe, über das, was unsere Herzen aufwühlt, was sie hoch und niederzieht, was sich in der Gemeinschaft abspielt, an Kräften, an Bewegungen, an Ereignissen in uns drin. Sobald wir im Licht uns miteinander im Licht bewegen, sagt die biblische Gesetzmäßigkeit oder die dort geoffenbarte Gesetzmäßigkeit, fließt das zusammen mit Gott. Es beginnt sich diese Körperschaft oder diese Gruppe, beginnt sich mit der Gegenwart Gottes zu füllen. Es beginnt Lebensqualität einzufließen von allerfeinster Sahne, wenn du so willst. Und das ist ganz mühelos. Diese Menschen kennen sich gegenseitig, die fließen so ineinander über, dass du nicht mehr weißt, wo ist mein Ende und wo ist dein Anfang. Es fließt ineinander über wie ein einziges Leben. Man versteht sich durch und durch, man ist komplett eins. Es entsteht eine Kraft, ja. Ich sage es mal noch von der anderen Seite her, es gibt auch hier natürlich, wie in jedem anderen Punkt, dann die Krise.
Es gibt dann eben Leute, die in so einer Gemeinschaft sein können und die dann aber sagen, ja, nicht schlecht da, was da die AZK, was die da bieten da oder KlarTV, aber mit OCG und dem SASEC will ich nichts zu tun haben zum Beispiel. Ja, das ist so ein Klassiker, da kannst du sehen, wenn wir von Lebensqualitätssteigerung sprechen, hier ist einfach schon mal Ende Fahnenstange, wenn jemand das sagen kann. Mit dem SASEC will ich nichts zu tun haben. Mit der OCG will ich auch nichts zu tun haben. Weißt du, was das Problem ist hier? Es gibt nur drei Möglichkeiten. Ja? Und wir suchen ja, das zu überwinden. Wir versuchen, diese Krise zu überwinden. Wenn ein Mensch in der Wahrheit lebt, in der Wirklichkeit lebt, oder ich sage mal, im Licht lebt, dann, er muss nicht Christ sein, um in dem Licht leben zu können. Oder? Gerechtigkeit üben, musst du nicht ein Christ sein. Jeder Mensch kann Gerechtigkeit üben, egal welche Religion oder welche Politik, welche rassischen Abkunft. Jeder kann Gerechtigkeit üben, jeder kann in der Wahrheit leben. Aber ich sage dir eines, wo immer Menschen in der Wahrheit leben, werden sie nie sagen, mit dem SASEC und der OCG mag ich dann gar nichts zu tun haben. Es sei, sie haben eine Lüge im Kopf, oder? Es gibt nur folgende Möglichkeiten, wenn sich Menschen abstoßen. Entweder ist die OCG oder der SASEC außerhalb des Lichtes, das ist die erste Möglichkeit, dann stoßen sich Menschen ab, dann gibt es Spaltung, das ist die eine Variante, ich lebe nicht im Licht oder in der Wahrheit, oder die OCG ist nicht im Licht in der Wahrheit, oder aber der uns Ablehnende lebt nicht im Licht und in der Wahrheit, das ist die andere Variante, das stößt sich ab wie Öl und Wasser, das verbindet sich nicht, ja. Wenn einer von beiden in der Lüge lebt, trennt sich das automatisch, das gesetzmäßig. Die dritte Variante, wenn sich das nicht automatisch miteinander annähert und verbindet, alle beide bewegen sich nicht im Licht. Aber eine vierte kenne ich nicht, ich kenne keine vierte Variante. Entweder lebe ich nicht im Licht oder der mich Ablehnende nicht oder wir beide nicht. Das sind die drei Möglichkeiten, warum sich eine Lebensgemeinschaft nicht fortentwickelt. Ja. Seht ihr, und solange wir, sagen wir, missionarisch unterwegs waren und gesagt haben, nur genau so, wie wir das bekennen und wir das schreiben und sagen, wird es geglaubt und genannt und so, alles andere nicht, das ist nicht im Licht, das ist nicht wie er im Licht ist, versteht ihr? Das ist eine Religion, das ist eine sektierische Auffassung. Ja? Aber wenn wir sagen, wir leben im Licht zusammen mit Gott, erleben wir, dass alle Menschen, die auch so sind, ganz gleich welcher Abkunft, welcher religiösen oder politischen oder ideologischen Herkunft sie sind, sie verbinden sich automatisch mit uns. Das bedeutet nicht, dass sie Christen wären oder dass wir Buddhisten werden oder Moslems werden, jetzt deshalb, oder? Aber es bedeutet, es verbindet sich. Es verbindet sich eine tiefe Liebe. Es ereignet sich genau dasselbe wie OCG intern, sage ich jetzt mal. Wenn ich mit Menschen zu tun habe, die selber einfach im Licht wandeln, du begegnest einander, du liebst einander, du verstehst einander, du fließt ineinander über wie Wasser und Wasser. Es verbindet sich gesetzmäßig. Und das ist eine gewaltige Lebensqualitätssteigerung. Ja. Das kürzlich wieder erlebt, auch wieder mit Moslems, mit allen möglichen Menschen zusammen, die in der Wahrheit leben, wo immer wir sind, es fließt zusammen und du hast Festmahl. Und ich kann dir sagen, ich kenne den Unterschied, ich bin seit über 40 Jahren Christ, habe mich vorwiegend natürlich in christlichen Kreisen bewegt. Und ich kenne diese Höhenflüge der Freude, der Lebensqualität, wenn du diese Einheit spürst, wo du zusammenfließt. Aber ich sage dir mal was, ohne dass ich uns Christen hier eifersüchtig machen möchte. Wenn du mit anderen Menschen, mit aufrichtig, ich rede jetzt von Menschen im Licht, mit anderen, von einer anderen Sorte, wenn ich dasselbe erlebe mit Moslems, die dieselbe Offenheit haben und wir beginnen ineinander überzufließen, ohne über Theologie gesprochen zu haben, sondern einfach, weil wir in der Wahrheit leben, ist das High, das du hast, ich weiß nicht, das ist wie, jetzt mache ich ganz einen derben Vergleich, ist wenn du von Haschisch irgendwie auf Heroin umstellst, das ist ein saublöder Vergleich. Aber manchmal rede ich halt so derb, damit du verstehst, was ich meine. Ich hatte so ein Festmahl, als ich mit, das wirst du heute noch sehen wieder, diese Zusammentreffen, wo wir einfach ohne Theorie, Vergleiche und all diese Dinge eben zusammengeflossen sind. Ich war auf der ganzen Heimfahrt wie betrunken. Und den anderen ging es genauso. Du hast eine höhere Qualität denn je kennengelernt.
Und ich kann die OCG nur weiterführen und in höhere Lebensqualität bringen, wenn ich sage, sucht das wesensmäßig, dass ihr mit den Gerechten auf dieser Welt, völlig egal welcher Herkunft, politisch, ideologisch, religiös, egal welcher Herkunft, versucht zusammenzufließen mit den Gerechten. Siehst du, und hier komme ich zu diesem Konzept, wie steigert man das? Weil das ist das, was ja in der Fragestellung steht. Was machen wir, dass wir hier höher kommen? Das Geheimnis ist in der prinzipiellen gegenseitigen Höherachtung. In der prinzipiellen geistlichen Höherachtung. Und ich mache dir mal kurz hier noch zwischendurch darauf aufmerksam, dass dieser Level der Gemeinschaft, von dem wir jetzt gerade so reden, erst der Größe S Erlebnisbereich ist oder Erlebnisstufe der Lebensqualität. Wir sind hier noch nicht bei X oder XXL, davon reden wir im Laufe der Botschaft noch. Also, kommt ihr mit bis hierher? Wie kriegt man das hoch? Indem wir prinzipiell eine gegenseitige Höherachtung oder Hochachtung pflegen. Das muss von der Kanzel her, von jeder Religion verkündet werden. Ja? Nicht dieses höher und niedergestellt sein. Nicht, weil ich Christ bin, bin ich höher als irgendeine andere Religion. Oder der Jude ist höher als der Samariter. Du kannst ja die Bibel lesen, du findest es an jeder Ecke. Bei den Religion ist dasselbe, der Brahman ist höher über den Pari, oder? Und dann kannst du die Weißen über die Schwarzen stellen. Und dann kommt USA first, siehst du, das sind wir Menschen. Das macht unser Leben kaputt. Dieses ständige über dem anderen sein wollen nicht merken, das Zusammenfließen mit den Gerechten zusammen, mit den geheilten und gerechten Menschen zusammenfließen, freilich eben nicht in der Lüge, nicht in der Unwahrheit, nicht im Betrug, sondern wenn wir im Lichte sind, wie Gott im Lichte ist, in der Wahrheit, in der Aufrichtigkeit, in der Förderung des Nächsten, verstehst du, darin, das ist das Geheimnis, dass du eine Lebensqualität über den Stand einer OCG hinausbringen kannst, obwohl wir in der OCG schon sagen können, da bin ich schon betrunken. Jedes Mal, wenn ich nach Hause gehe und mit den OCG einen Tag verbracht habe, bin ich betrunken, komme ich nach Hause. Aber wenn ich noch eins draufsetzen will, dann erfahre ich das mit den anderen zusammen, versteht ihr? Und ich sage nochmal, wenn du es nicht glaubst, beachte heute, was mit den Kindlein geschieht. Ja? Wir erleben, dass die Lebensqualität, die hier sich manifestiert, seit Jahrzehnten jetzt bald, erleben wir so, dass kleine Kinder nach 11 Stunden Versammlungen weinen, weil es schon nach Hause geht. Sie sagen, ich möchte Jahre hier bleiben. Der Rekord war letztens, hat eins gesagt, ich möchte 6000 Jahre hier bleiben. So ein kleines Kind konnte noch nicht mal verstehen, was wir den ganzen Tag über sprechen. Ich will 1000 Jahre bleiben, sagt ein anderes. Ich möchte 6 Jahre hier bleiben. Oder ich möchte dort schlafen. Oder irgend so. Solche Sprüche kommen dann raus, weil die Kinder gar nicht wissen, was ihnen geschieht, warum sie das sagen. Aber sie berühren etwas, versteht ihr? Das hat mit Lebensqualität zu tun. Und ich sage, eins draufsetzen ist, wenn wir dieses prinzipielle Höherachten und erkennen, dass der andere, der in der Gerechtigkeit lebt, eins sein soll mit dir, ohne diese Diskussion. Aber es muss aufhören, dass Kirche gegen Freikirche oder eben über die Kirche über Freikirche oder umgekehrt oder Partei über der anderen Partei, Ideologie über Ideologie, da kannst du ja nur immer aufzählen den ganzen Tag. Das muss einfach aufhören. Wir müssen begreifen, wenn wir es schaffen, in der Gerechtigkeit zusammenzufließen, einander so wahrzunehmen, dass man spürt, er hat dasselbe im Herzen, multipliziert sich das in eine nächste Dimension der Lebensqualität. Und schau, Jesus hat die Menschen immer als sein Blut angeschaut. Ja? Er hat sie nie als Fremde behandelt, nicht irgendeinem Menschen. Er hat uns das beigebracht, wie Blutsverwandte. Er hat immer gesagt, wenn er von sich geredet hat, hat er immer vom Menschensohn geredet. Also er hat sich blutsverwandt gemacht mit uns. Er ist nicht gekommen als einer, der sich über uns geworfen hat und eine große Schnauze gehabt hat und uns klein gemacht hat. Er ist nur gekommen, um uns groß zu machen, um uns, wie soll ich sagen, er hat alle bedingungslos geliebt, weil er in allen drin den Keim Gottes gesehen hat. Er hat die Gotteskindschaft in jedem einzelnen Menschen gesehen. Kein Unterschied zwischen Samariter und Juden, wie diese zwei Sorten einander bekämpft haben. Ja. Jesus urteilte nur danach, nach den inneren Eigenschaften, ob die Menschen geistlich für die Wahrheit empfänglich waren oder nicht, ob sie offen waren für, ich sag's mal mit anderen Worten, vielleicht esoterischer klingen,
ob sie offen waren für spirituelle Erfahrung oder nicht. Ja? Das hat ihn interessiert. Er hat nicht gefragt, bist du schwarz oder weiß. Offen für die Wirkungen Gottes, offen für das, was Gott tut unter den Menschen. Aber wir haben ein Ich-Bewusstsein, das aufhört bei unserer eigenen Nation oder Rasse. Jetzt mache ich noch ein bisschen, dann machen wir Pause. Gell? Ich spüre jetzt, dass es langsam gereicht für die erste Runde. Aber dann möchte ich noch kurz beenden. Jesus hatte ein Gesamtbewusstsein. Er sah sich mit der ganzen Menschheit verbunden. Darum sagt er auch, wenn er ans Kreuz geht, er sagt, ich gebe mein Leben für die ganze Welt. Ich gebe mein Fleisch für das Leben der Welt, hat er gesagt. Nicht für die Juden oder für die Christen, für die Welt. Aber unser Ich-Bewusstsein begrenzt unsere Lebensqualität. Im ersten Kreis ist ich mir mein, oder? Das bin ich. Im zweiten Kreis erweitert sich unser Ich-Bewusstsein in die Familie. Das ist die Ich-Erweiterung. Im dritten Kreis kommen noch die Nachbarn dazu. Sage ich, das bin ich. Mein Leben geht im Bewusstsein bis zu den Nachbarn. Im vierten Kreis kommt dann noch die Interessengruppe, vielleicht das Hobby dazu oder was weiß ich. In dem fünften Kreis erweitern wir unser Ich-Bewusstsein in die eigene Religion oder von mir als Partei, wenn du so willst. Im sechsten Kreis kommt noch die eigene Rasse und Nation dazu und da ist Schluss. Das ist typisch Mensch, oder? Ein Bewusstsein, das auf der eigenen nationalen Ebene ihr Ende nimmt. So sind die allermeisten Menschen. Hier endet ihr Bewusstsein und ich sage damit und somit auch ihre Lebensqualität. Wie in einem Gefängnis drin, einfach so. Und seht ihr, das war bei Jesus komplett anders. Sein Bewusstsein hat die ganze Welt umfasst, aber nicht im New World Order Sinne, oder, wo eine Menschheit versklavt wird unter einer Regierung, sondern im Bewusstsein der Zusammengehörigkeit, im Bewusstsein des Einsseins, im Bewusstsein des Ungetrenntseins, dass man zusammen schicksalsvereint ist mit der ganzen Welt. Und so hat es uns gelehrt, Gott hat in einem Blut, steht in der Bibel geschrieben, in einem Blut alle Menschen gemacht, alle Nationen gebildet. Also Jesus lebte mit anderen Worten weit über dieser engen eigenen menschlichen Begrenzung. Jesus hat den Ursprung Gottes in jedem einzelnen Menschen gesehen, in jedem einzelnen Menschen. Siehst du, und wir Christen nennen alle anderen Heiden, die nicht Christen sind. Und im Grunde genommen machen es alle anderen auch so, oder? Der Moslem hält seinen Tempel rein vor uns Heiden, er nennt uns vielleicht anders. Der Brahmane hält seinen hinduistischen Tempel rein von Verunreinigung. Jede Religion hält sich die Heiden vom Leibe. Und zum einen ist das korrekt, ist das richtig korrekt, wenn es um Verunreinigung geht. Denn wir haben ja miteinander besprochen, wenn wir im Licht waren und wie er im Licht ist, dann haben wir Gemeinschaft miteinander. Im Prinzip wollen alle dasselbe. Aber währenddem alle dasselbe wollen, machen alle denselben Fehler. Alle möchten ihre Religion oder ihre Gemeinschaft mit Gott reinerhalten von den Heiden, also von den Nicht-Religiösen, wenn du so willst. Aber die wenigsten fragen sich oder stellen sich die Frage, aber wo beginnt eigentlich die Verunreinigung? Beginnt sie wirklich dort, wo wir den Schnitt machen, wo wir sagen, hier beginnt die Verunreinigung oder liegt sie auf einer ganz anderen Ebene? Und da mache ich jetzt mal eine Pause, wir kommen nachher gleich zur Qualitätsstufe 5. 8 haben wir im Ganzen. Da müssen wir heute noch durch. Mögt ihr? Aber jetzt machen wir trotzdem eine Pause. Bleibt bitte im Thema drin. Versucht das nicht zu zerreden. Wartet ab, was noch kommt, bitte.